Was geht? Leute, ich bin morgen beim Haus. Ich bin morgen beim Friseur. Und ich dachte mir, ich mache einen extra Vlog dazu. Wir wundern uns bitte nicht, warum diese Lippenseite angeschwollen ist und diese nicht. Ich war nämlich heute zur Unterspritzung und wir haben heute hier auf dieser Seite an zwei Stellen Hyaluron angewendet und deswegen bin ich ein bisschen mehr geschwollen links. Und ich hatte vorhin ein Mittagsschläfchen gemacht und das ist immer so semi-geil, wenn du eine frische Hyaluronbehandlung hattest. Wie man sehen kann. Ich hoffe, dass das Ganze bis morgen abschwillt, aber selbst wenn nicht, dann ist es halt so. Ich habe heute den ganzen Tag so mit tränenden Augen zu kämpfen. Ich kriege einen Krampf. Warum habe ich einen Friseurtermin, obwohl ich gesagt habe, okay, ich will das Ganze noch rauszögern. Ich kann das hier nicht mehr sehen. Das ist mir einfach viel zu hell. Denn ihr seht, mein Ansatz ist mittlerweile ein gutes Stück raus und das passt gar nicht zu dem. Und ich muss auch sagen, meine Haare an sich sind mir viel zu hell. Also das ist ja, ja, ich würde schätzen so mittelblond und ich will ja ein dunkelblond, wie man hier oben sieht. Und ich habe mir jetzt gerade eben nochmal meine ganzen TikToks und Reels angeguckt. Und ich denke mir so, I want this color back. Ich hatte das Ganze herauswachsen lassen, das wissen wir ja mittlerweile. Und daher, dass ich immer so unfassbar viele Fragen immer noch zu meinen Haaren bekomme, dachte ich mir, mache ich jetzt mal einen extra Vlog draus. Und werde euch morgen zu meiner Friseurin mitnehmen. Ich nehme euch morgen mit. Ich hatte ja meine Haare geschnitten. Das habt ihr mitbekommen. Deswegen sind meine Haare alle wieder schön auf einer Länge und nur hier vorne ein bisschen kürzer. Ich muss ehrlich sagen, also jetzt, wo ich eben meine alten Reels angeguckt habe, meine Haare sahen so viel. Also die sehen ja trotzdem noch gesund aus, ne? Aber meine Haare sahen so viel gesünder aus, als mein Ansatz so krass weit rausgewachsen ist. Und wir werden auch morgen nur über meine Längen tönen. Das heißt, wir werden gar nicht an meinen Ansatz gehen, weil ich möchte, ja, dass der Verlauf einfach schöner ist und dementsprechend kann es sein, dass ich sogar noch zwei, dreimal zum Nachtönen muss, also inklusive dieses Mal jetzt einbezogen, denn ich möchte in meinen Längen exakt die Farbe haben, die ich an meinem Ansatz habe, dass das wirklich so ein richtig schöner fließender Übergang ist und daher, dass blondierte Haare halt meistens dazu neigen, Tönungen oder Farben schneller rauszuwaschen, muss ich halt noch zwei bis dreimal hin, dass die Farbe, die wir morgen in die Längen machen, auch wirklich hält. Ich bin gespannt, wie viel Farbe diesmal drin bleibt. Deswegen dachte ich mir, werde ich das Ganze dokumentieren. Jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe, mache ich dann ein separates Video, wo ich dann nochmal auf alle Fragen eingehe und wo ihr dann auch nochmal sehen könnt, okay, hey, so und so lange hat die Tönung gehalten, so und so viel von der Tönung ist raus. Denn wir hatten meine Haare ja aufblondiert. Und da die Tönung drauf gemacht, das ist, was jetzt noch von der Tönung übrig ist. Es ist Tönung drin geblieben, allerdings nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und vor allen Dingen ist es so sehr warm und sehr hell. Und eine Zeit lang habe ich das auch richtig gefeiert. Aber ich bin ja momentan total in meinem Film sehr klassisch rumzulaufen und elegant rumzulaufen. Und dazu passt dieser Ansatz halt gar nicht mehr. Dementsprechend freue ich mich sehr, wenn ich morgen bei meinem Engel Eileen war und wir das Ganze hier gerettet haben. Beziehungsweise, sie hat es ja schon gerettet. Aber es ist normal, dass sich die Tönung auswäscht. Das hat sie mir auch vorher schon gesagt. Nur der Übergang gefällt mir halt nicht mehr. Also, das ist halt zu intensiv. Und deswegen, ich freue mich einfach riesig morgen auf meinen Friseurtermin. Okay, können wir das einfach appreciaten. Guten Morgen. So wie ich aussehe, so fühle ich mich. Ich habe nicht mal meine Haare gerade gekämmt. Aber meine Haarbürste sowieso mitgenommen, weil ich habe im Allgemeinen immer ein Problem damit, mit diesen Friseurhaarbürsten. Ich habe so beschissen geschlafen. Ich bin gefühlt jede halbe Stunde wach geworden. Keine Ahnung, was diese Nacht los war. Ich fahre jetzt los zu meinem kleinen Engel. Und ich hoffe, dass wir das hier gerettet bekommen, weil ich kann es halt for real nicht mehr sehen. So, ihr Mäuse, Termin habe ich überstanden. Ich weiß nicht, warum das in dem Licht gerade so gelblich aussieht. Aber meine Haare sind richtig schön abmattiert und sehen einfach genauso aus wie mein Ansatz. Ich lieb's. Ich dachte immer, dass es viel schlauer ist, erstmal zu warten, wie viel Farbe drin bleibt und dann zum Friseur zu gehen. Ich habe heute das Gegenteil erfahren. Und zwar solltet ihr regelmäßiger zum Friseur gehen, um eure Haare abzumattieren oder
zu tönen mit der Farbe, die ihr halten wollt, damit die Farbpartikel so gesehen in euren Haaren bleiben. Dementsprechend werde ich jetzt öfter zum Abmattieren gehen. Ey Leute, ich bin so happy. Es ist einfach 1:1 mein Ansatzton. Ich liebe es. Also es wird sich wahrscheinlich wieder richtig rauswaschen. Ich denke nicht so viel wie letztes Mal, weil meine Haare sich ein bisschen gefestigt haben in letzter Zeit. Aber ich bin wirklich mehr als zufrieden. Also ich bin so unfassbar glücklich, Leute. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin heute so ein bisschen neben der Spur. Ich bin nämlich maximal müde. Ich habe wirklich ganz, ganz schlecht geschlafen diese Nacht. Und dementsprechend bin ich jetzt froh, wenn ich gleich zu Hause bin und mich wieder ein bisschen ausruhen kann. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich zu Hause bin, ganz in Ruhe später wieder, denn ich ruhe mich jetzt erstmal ein bisschen aus. Meine Lippe ist heute so schlimm angeschwollen. Ich muss gleich auf jeden Fall noch diese Bromelain-Tablette nehmen, die letzte, die ich habe. Und hoffe, dass es im Laufe des Tages besser wird, weil es sieht halt echt uncool aus. Aber mein Gott, da muss ich jetzt durch. So, Leute, ich hatte mittlerweile ein bisschen Zeit, mir meine Haare anzugucken. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das Ding ist, ich glaube, die Farbe wird sich ja sowieso rauswaschen, so wie letztes Mal auch. Aber irgendwie sieht das diesmal voll dunkel aus. Vielleicht achte ich auch ganz anders auf meine Haare, weil ich ja jetzt wieder einen Ansatz hatte und beziehungsweise habe. Und ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, ganz anders auf meine Haare am Gucken, als andere Menschen auf ihre Haare gucken, weil ich halt einfach so ein bisschen Paranoia habe nach dem letzten Fail, der mir passiert ist mit dieser einen schwarzen Tönung. Aileen ist die Einzige, die diese Farbe bei mir immer hinbekommt. Und je nachdem, wie das Licht fällt, finde ich die Farbe schön. Oder zu dunkel. Ich kann es euch aber nicht erklären, warum oder woran das genau liegt. Ich weiß es nicht. Eben als ich runtergegangen bin, dachte ich mir so, ach du Scheiße, sind meine Haare dunkel. Je nachdem, wie ich die halte, wie gesagt, in welchen Lichtverhältnissen. Manchmal sehen die warm aus, manchmal so super kühl, gefühlt schon fast grün. Also bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Und ich glaube, ich werde entweder heute Abend oder morgen auch meine Haare direkt nochmal waschen. Auch einmal mit Tiefenreinigungsshampoo, damit die Farbe vielleicht schon mal ein bisschen rausgespült wird. Denn nächste Woche ist die Hochzeit meiner Cousine und ich würde mich gerne wohlfühlen. Also es ist jetzt nicht so, dass es kacke oder so aussieht. Ne? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Vielleicht brauche ich auch ein bisschen, um mich dran zu gewöhnen. Ich habe keinen Selbstbräuner drauf. Ich habe die letzten Tage schon gemerkt, dass mich das ein bisschen belastet, wenn man das so sagen kann. Weil ich mich einfach nicht so wohl fühle, wie ich mich wohl fühle, wenn ich Selbstbräuner drauf habe. Und dann macht es mir ein bisschen Angst, weil mein Mann ja bald Geburtstag hat. Genau gesagt in weniger als einem Monat. Und dementsprechend würde ich halt gerne meine Haare föhnen. So, das zu dem Hair Talk erstmal jetzt. Ich werde euch die Tage dann nochmal mitnehmen, wenn ich meine Haare gewaschen habe. Denn ich denke, wenn ich meine Haare 1 bis 2 Mal gewaschen habe, werde ich auf jeden Fall mehr happy sein als jetzt gerade. Ich hatte gerade gesehen, dass wir gar kein Ende für das Friseurvideo gedreht haben und dementsprechend dachte ich mir, ist gerade der perfekte Zeitpunkt, denn ich glaube mittlerweile ist der Friseurbesuch locker 1 Monat her und es kommt keine Farbe mehr raus, wenn ich meine Haare wasche. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das heißt, so wie meine Haare jetzt sind, so bleiben sie auch. Bin ich zufrieden damit? Frage des Videos. An sich ja. Allerdings, ich bin... Ich hätte was vor, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und nein, nicht schwarz, nicht dunkel, nichts Aufregendes. Also an meiner Naturfarbe wird an sich nichts geändert, sondern es würden Highlights eingearbeitet werden. Und das bin ich jetzt schon eine ganze Weile am Überlegen. Aber an sich bin ich mit der Farbe wirklich relativ zufrieden. Und ich würde auch jetzt nicht nochmal zu meiner Friseurin gehen und das machen lassen. Denn mir reicht das an Ton, wie es zu meiner Naturfarbe passt. Mein Ansatz ist gerade so ein bisschen wieder am Rauskommen und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber 1:1 derselbe Farbton ist es leider immer noch nicht. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, lebe ich jetzt erstmal hiermit und ja, werde dann gucken, ob ich das Ganze dann irgendwann doch mal durchstrehen lasse, ein Balayage-Schreiben machen lasse oder nicht. Aber an sich bin ich wirklich relativ zufrieden damit und muss sagen, der Ton ist schon wirklich sehr, sehr gut getroffen. Aber 1:1 ist halt wirklich extrem schwer, gerade wenn ihr eure Naturfarbe rauswachsen lasst. Ich hatte ja auch letztes Mal, als ich das Ganze gemacht habe, dass meine Längen ein bisschen heller waren als mein Ansatzton. Mich nervt es, dass ich einfach durch diese austauschbare Tönung alles, ja, kaputt gemacht habe, so gesehen. Und dieses ganze Stück, was eigentlich rausgewachsen war, überfärben musste, blondieren musste, das nervt mich halt wirklich extrem. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin so ein bisschen entspannter mittlerweile, was meine Haare angeht. Also selbst wenn ich jetzt Lust hätte, zum Beispiel, wie gesagt, dieses Balayage zu färben, würde ich jetzt nicht sagen, nein, 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 oh mein Gott, meine Haare. Sondern ich habe schon meine Haare an einen Punkt gebracht, wo ich jetzt sagen muss, hey,
Ich habe es sehr, sehr weit gebracht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich habe den Dreh raus und ich würde niemals mehr so reinhauen mit Hin- und Herfärben, wie ich das früher gemacht habe. Ich muss auch ehrlich gestehen, durch meinen Fail mit dieser austauschbaren Tönung bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig geworden und muss ehrlich gestehen, dass ich darauf momentan absolut gar keine Lust mehr habe. Ich habe, wie gesagt, ein Vorhaben mit meinen Haaren. Das werdet ihr aber noch früh genug erfahren und auch sehen. Und dabei werde ich euch natürlich auch dann mitnehmen. Aber an sich bin ich von der Farbe her wirklich richtig zufrieden, wie es rausgekommen ist. Es ist halt so gut wie meine Naturhaarfarbe. Vielleicht noch so ein bisschen orangeliger, aber meine Haare rutschen im Allgemeinen immer sehr, sehr schnell in diesen Orangeton ab. Dementsprechend, ja, bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich denke, wenn ich mit einem Silbershampoo zwischendurch arbeiten würde, würde das Ganze auch noch etwas abmattierter aussehen. Aber ich finde, im Gegensatz zu dem vorher Video, was ihr ja ganz am Anfang gesehen habt, ist es schon mal eine große, große Veränderung und ich fühle mich auf jeden Fall damit viel, viel wohler als wie das, was ganz am Anfang war. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Friseurvideo von mir. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie ihr die Farbe findet, ob euch der Unterschied überhaupt aufgefallen ist oder nicht. Ich finde nämlich schon, dass meine Haare im Allgemeinen dunkler wirken als ganz am Anfang vom Video. Aber so an sich bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich überlege die ganze Zeit, mir ein bisschen mehr Curtain Bangs zu schneiden und auch ein paar Haare mehr zu nehmen, dass ich so ungefähr bis hier schneide, damit ich die wieder ein bisschen besser föhnen kann und mehr mit Frisuren arbeiten kann. Aber wie gesagt, Leute, kommt Zeit, werdet ihr das alles sehen. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.